Also. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier nochmal die Inseln durch. Und wenn ich jetzt 2 Stunden aufnehme, ist mir dann auch erstmal egal. Weil es nicht schadet. Brot fühlt sich. Ich bin sogar der Meinung, sonst ist es auch gut. Schnaps ist auch voll. Schnaps wird auch voll. Das ist doch super. Da würde ich sogar mal vorschlagen, dass wir mal aus Testzwecken mal sowas abreißen. So. Wahrscheinlich brauchen wir auch das Ding nicht mehr. Weil wenn es so funktioniert, muss erstmal wissen, was meine Route macht mit dem Schnaps und mit dem. Das hier ist wahrscheinlich rappelvoll das Schiff. Ich muss mal gucken. Ich muss mal die ganzen Schiffe durchgehen. So, Route. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ich sehe hier Brot 45, 48 voll. Okay, wir machen einmal 2 Patrouillen. Hier haben wir noch ein Schiff dabei. Das hier macht noch das dazu. Das macht noch das hier. Ach du Scheiße, das hat hier auch voll. Pelzmantel, rum, Nähmaschinen, rum heißt rum ist voll. Rum ist voll, oder? Rum ist wieder voll, genau. Nähmaschinen haben sie jetzt mal gut gelernt. Das hier hat nochmal 100 dazu gekriegt. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, wie der Stand sich hier füllt von den Schiffen. Weil ich glaube, Schnaps und so haben wir hier gar nicht mehr, hoffe ich doch. Kartoffeln haben wir nichts mehr. Davon haben wir noch 2, weil wir hier noch was anbauen. 12? 2 Mühlen? Wir haben 4 Bäckereien hier noch und 2 Mühlen. Ob die noch viel machen? Ich mag es bezweifeln. Theoretisch kann ich mal sagen, wir bauen mal die 2 Mühlen ab. Machen das mal aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier systematisch vor. Theoretisch haben wir jetzt 2 Mühlen abgerissen, da könnten wir auch. Spielstand gespeichert. Da haben wir wenigstens mehr Platz. Ich könnte nur wetten, dass wir es irgendwann wieder brauchen, aber dafür muss ich halt ein bisschen hier mehr anbauen. Was ist denn hier eingekracht? Ich kann hören, wie die ich sehe schon. Ich sehe schon, was eingekracht ist. Das kriegen wir aber ganz schnell wieder hingefixt. Ihr müsst nicht so mähen. Ich weiß schon, was ihr wollt. Ihr wollt, dass man hier mal ein bisschen mehr hinbaut. So, dann lass das doch mal ein bisschen hier erweitern. Kriegen wir das auch besehen? Ich sehe gerade, bei uns fehlt hier Einwohner, um das hier zu erweitern, gescheit. Weil uns das nämlich gerade leer geht. Und der Achso, wir haben ja keinen Schnaps hier, aber wir haben hier Getreide. Das Getreide müsste ich wieder auffüllen, sonst haben wir hier driftig ein Problem. Füllt sich's wieder auf? Achso, das Leben ist in Ordnung. Ach, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten die theoretisch doch mit Pelzmanteln hier befüllen. Indem wir einfach sagen, laden. Nee, hier laden. Und sagen dementsprechend, wir nehmen mal Schnaps mit runter.
alten grünen Eventladen. Komm, nimm mal mit. Mal sehen, was sie dann dazu sagen. Ich kenne ein paar, die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon zwei von ihnen die Finger zerrt. Wir haben ein Problem. Was nennt sich zu wenig Arbeit her? Nee. Och nö. Jo, ich weiß, dass ihr keine Straßen habt. Das werde ich doch jetzt fixen, Mann. So. Seid doch mal ruhig hier. Ihr habt doch Straßen. Flup, seid ihr jetzt wieder zufrieden? Dann könnt ihr wieder arbeiten da drüben. Oder was fehlt euch hier noch? Seife! Seife fehlt euch! Was kann ich denn da nun machen? Seife! Oh Mann, es fehlt Seife! So. Ich glaube, es wird Zeit für ein neues Marktplatz, aber in welche Richtung? Ich habe hier oben nämlich Hopfen hingebaut. Und dann müssen wir das Hopfen da hinten bauen. Und dann müssen wir halt gucken, wollen wir den Weizen demnächst? Dann müssen wir halt gucken, dass wir das Weizen nochmal entsprechend. Es gab da ein schreckliches Missverständnis. Und jetzt brauche ich wirklich deine Unterstützung. Zur Not. Wir haben ja auch nochmal Weizen. Aber extra Weizen hin und her zu transportieren ist auch blöd. Weizen haben wir hier. Vielleicht können wir doch sagen, wir machen hier den Hopfen hin. Das ist dann auch wieder Kacke. Nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier den Weizen. Was sagen denn die Schiffe momentan zu den ganzen Sachen? 50 Bier ist frappelvoll. Schnaps geht auch richtig gut. Hopfen. Bier, das ist alles voll. Also, Bier kann ich eigentlich komplett hier abreißen. Ne, nicht komplett, aber wir bauen nochmal zwei weniger. Dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Was? Es ist richtig, sich denen zu widersetzen, die nicht aufrichtig sind. Warum? Spielstand gespeichert. Nein, du sollst Ruhe geben. Du sollst Ruhe bieten. Nicht bevor wir kriegen, was uns zu. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Du 13.000, also ich kann gegen 13.000 nicht meckern. So. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Also, was brauchen wir denn hier noch, damit die Leute fröhlich sind? Eigentlich ja nichts mehr. Was machen denn unsere Pelzmantel? Könnte ich sogar sagen, wir gehen jetzt auf die nächste Stufe. Nächste Stufe. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kaffee, Glühbirnen, Elektrizität, Taschenuhren, Hochrädern, Bankhaus. Ich werde diese Unterkunft begutachten, und bevor ich mein Urteil fälle. Kein Fisch mehr? Ach du Scheiße. Nein. Ich brauche lediglich die elementaren Bausteine des Lebens, um meine Ideen zu verwirklichen. Wasser, etwas Brennholz, eine warme Unterkunft und ein Laboratorium mit einem Assistenten und so weiter. Wo kriege ich denn Öl her? Ölquelle. Ermöglicht den Transport von Öl per Zug.
Eine Schlagzeile beherrscht alles. Anno-Chroniken, Hoffnungen für verschollene Expeditionen. Lady Jane Fenway ruft die Besten der Welt zusammen und die suchen nach 2 Jahren nach dem Jäger. Verkündet die entschlossene Ehefrau des Kapitäns. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie gefüttert, gebadet und ins Bett gesteckt. Mein Name ist Lady Jane Faithful und mein Gatte Sir John ist mit seiner Expedition in der Arktis verschollen. Zementmine? 2 Jahre lang hat die Admiralität nahezu nichts zu seiner Rettung unternommen. Aber zum Glück habe ich das. Warum gehen denn die Bauern schon wieder ich weg? Ich habe Männer und Ressourcen versammelt, um das Eis zu besiegen. Und ich biete ihnen eine stattliche Belohnung, wenn sie ihn nach Hause bringen. Ich würde mal sagen, wir bauen hier mal... Ich komm mit! Lady Faithful hat mich eingestellt, um praktische Tipps zu geben. Es wird saukalt da oben. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Mein Spiel fängt an zu ruckeln. Weil der RAM sich auffüllt. Nein, mein RAM ist schon wieder voll. Ich sollte mal so langsam aufhören und mal speichern. Dass wir hier mal sagen, wir machen jetzt mal einen Zwischenstopp hier. Und wir müssen jetzt sowieso mal weiter planen, wie sich das Ganze jetzt mit der Nahrung entwickelt, wie sich das Ganze jetzt mal hier entwickelt überhaupt. Ich merke schon wieder, das Fisch geht schon wieder leer. Deswegen sind die schon wieder hier am Verhungern. Ich habe da schon viel Fischproduktion. Wie viel Fisch brauchen die denn? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist mir eindeutig zu viel Fisch, das die brauchen hier. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt mal weiter planen, weil wenn die jetzt keinen Fisch mehr brauchen, dann können wir irgendwann nochmal ein paar weniger Fischproduktionen anbauen. Und wenn die dies und das nicht mehr brauchen, dann müssen wir halt mal gucken. Wie bitte? Das ist jetzt aber nicht das Ende, was ich haben wollte. Nein. Um Gottes Willen. Was passiert hier? Hier passiert gerade eindeutig zu viel. Eindeutig passiert hier gerade viel zu viel. Ich will nur wissen, was die hier brauchen und dann... rum. Brauchen rum, kein Schnaps mehr, kein Bier mehr, kein nix mehr. Das ist ja einfach geil, aber was sind Brillen? Wie kann ich... Kupfermin habe ich, Zinkmin habe ich nicht. Quarzgrube habe ich, aber wo finde ich eine Zinkmine? Zinkmine ist hier drüben. Ihr seid goldig, ich muss doch auf die anderen Seite.